Tesla Model Y Long Range. Genau dieses Auto ist heute im Elektroauto Supertest und ich habe mich drauf gefreut. Natürlich, weil es ein sehr spannendes Auto ist, weil es ein super interessantes Auto ist, weil ganz viele Leute von diesem Auto sehr, sehr viel erwarten und weil ich das Auto im Grunde genommen ja schon mal im Test, in Anführungsstrichen, im Fahrbericht hatte. Letztes Jahr durfte ich eine quasi guerillamäßig nach Deutschland gebrachte USA-Version schon mal fahren. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Also das Auto hatte natürlich Tesla-Fähigkeiten, da ging wie Hölle, aber qualitativ war er, muss man einfach so sagen, unterirdisch. Dieses Tesla Model Y ist aus chinesischer Produktion, Gigafactory in Shanghai. Deswegen werde ich mir ganz genau anschauen, was er da besser oder vielleicht auch schlechter macht. Vor allem gibt es für das Tesla Model Y nur eine einzige Maßgabe, nämlich die Nummer 1 in unserem Supertest zu werden. Weniger darf man von einem Tesla nicht erwarten. Klingt für viele Fans jetzt einfach und ich sage, es wird richtig schwierig, denn was dieses Jahr an neuen Elektroautos auf den Markt gekommen ist, ist grandios und ich hatte sie ja auch schon im Test. Und damit legen wir jetzt los. Elektroauto Supertest Tesla Model Y Long Range und ihr wisst ja, das wird gut. Apropos Bewertung. Fleißige Supertest-Gucker wissen es ja, die Bewertung ist streng absolut. Es gibt maximal 6 Sterne und sie hängt nicht davon ab, in welcher Preisklasse oder grundsätzlichen Klasse das Auto spielt. Es gibt da noch ein paar halbe Sterne, aber ganz wichtig, sie ist streng absolut. Kapitel Qualität und Verarbeitung. Und das ist bei Tesla ein ganz spezielles Kapitel aus verschiedensten Punkten. Selbst Hardcore-Tesla-Fans gehen oftmals nicht so weit, dem Auto wirklich gute Qualität vorzuwerfen. Und da muss man ja sagen, dass ich eben vor einem Jahr die USA-Version hatte, das Tesla Model Y, und die war schon echt schlecht verarbeitet. Da gab es sehr viele neuralgische Punkte, wenn wir über die Abschlüsse an den Seiten reden, wo die zum Teil versetzt waren, wenn die Kofferraumklappe nicht richtig drin sitzt, auch viele andere Dinge, die einfach noch nicht gepasst haben. Und deswegen gehen wir jetzt mal bei dieser China-Version, Gigafactory in Shanghai, die Punkte nach und nach ab. Ich fange mal vorne an, ganz klassisch, Spaltmaße hier bei der Haube vorne, man kann sogar fast Motorhaube sagen, weil es sitzt ja wirklich auch vorne noch ein Motor drin, ist ja ein allradgetriebenes Fahrzeug, ist aber sauber gemacht. Auch hier die sehr eng beieinander liegende Fuge sieht gut aus. Lackqualität ist auch wirklich in Ordnung, da gibt es nichts zu meckern. Wir gehen mal ein Stück hier nach hinten. So, dann gehen wir schon zu einem neuralgischen Punkt, ganz speziell Tesla Model X mit den Flügeltüren. Da hat man hier zum Teil einen mächtigen Versatz der Abschlusskanten hier gehabt. Ja, da hängt es einmal hier oben, einmal hier unten, aber man sieht wunderbar. Da gibt es nichts zu meckern. Auch hier Spaltmaß stimmt, ist jetzt ein bisschen breiter, das ist aber egal. Hauptsache es ist sauber gemacht. So, wir gehen noch ein Stück nach hinten und dann gucke ich mal auf die Kofferraumklappe, weil das ist auch ein sehr neuralgischer Punkt, vor allem wenn man so drauf guckt, war die oftmals schief eingebaut. Und in diesem Fall finden wir vielleicht ein paar Mikrometer Versatz, aber im Grunde genommen ist es sauber eingebaut. Also die Karosseriequalität hat sich im Vergleich zur USA-Version erheblich verbessert. Das machen die Chinesen deutlich besser. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken mal, wie es im Innenraum aussieht. Zum Interieur, da fange ich gleich mal mit der Tür an. Da habe ich zum Beispiel beim Audi Q4 e-tron bemängelt, dass Hartkunststoff sich sehr nach oben zieht, haben wir hier auch. Also hier oben an der Kante habe ich immer noch Hartkunststoff. Ja, ich habe ein paar weiche Teile, ganz wichtig dort auch, wo ich hingreife. Aber das ist jetzt kein Feuerwerk an hochwertigen Materialien, das Tesla hier abbrennt, auch bei den Knöpfen und so weiter. Definitiv. Und das Auto kostet ja auch ein paar Euro. Wobei, da sind jetzt noch keine schlimmen Verarbeitungsmängel. Und dann setzen wir uns mal rein. Jetzt sind wir mal ganz still. Jetzt mache ich mal Folgendes. Das klingt wie ein alter Holzschuppen, ja, der so im Wind klappert. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Wie insgesamt diese ganze Kante hier erstmal hochwertig aussieht. Mit dem Holz, mit der Metallkante hier. Aber auf der anderen Seite klappert sie halt. Ziemlich mächtig. Und wenn man die Abschlüsse betrachtet, wie das hier bei der Tür endet, hier habe ich ja auch nochmal so einen Metallrahmen, dann sitzt er auf der linken Seite ein bisschen tiefer und auf der rechten Seite ein bisschen höher. Was heißt, dass das Ganze leicht windschief eingesetzt ist. Das ist schade. Also in der Preisklasse dürfen solche Schnitzer nicht mehr passieren. Ansonsten habe ich hier ordentliche Verarbeitung. Sagen wir es mal so, Tesla bemüht sich ja sehr, hier wenig in das Auto reinzupacken. Ja, sehr wenig Knöpfe, zumindest hier im sichtbaren Bereich. Auch ansonsten eher spartanisch. Das ist ja auch ganz speziell das Tesla Flair. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dich reinsetzt und sagst, wow, das ist aber mega Qualität. Und das hier ist halt wirklich ärgerlich. So, gut.
Da gucke ich mir noch ein paar Details an, zum Beispiel die Sitze, die haben mich bei der Amerika-Version auch ein bisschen erschrocken. Zum Teil waren die nicht mehr verstellbar, auch die Lederqualität war so lala. Das sieht hier aber deutlich besser aus. Was ich noch erwähnen muss, ist, dass wenn man mit dem Autopiloten hier im Stop-and-Go-Verkehr fährt, dann kommt das Bremspedal manchmal ein bisschen ruckartig zurück und das macht dann auch so einen Schepperton. Das ist schade insgesamt, gerade diese Scheppergeräusche, die beeinträchtigen die Qualitätsempfindung schon etwas. Und deshalb kriegt er eine bessere Bewertung als das Tesla Model 3 Long Range, das ich im Test hatte. Das hatte 3 Sterne. Der hier bekommt 3,5 Sterne. Das ist aber noch nicht auf dem Niveau wie Audi und Co. Dann fange ich gleich mal mit dem Wendekreis an. Ich möchte jetzt hier einfach wenden. So, ich schlage jetzt hier drüben rein und jetzt Volleinschlag. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ah, es ist eng. Und es funktioniert nicht. Und da können wir auch gleich mal zu den Zahlen kommen, weil das ist recht beeindruckend in Anführungsstrichen. Die Werksangabe liegt bei 12,1 Meter. Gemessen haben wir bei Automotor und Sport 12,6 Meter. Und das ist über einen Meter größerer Wendekreis als zum Beispiel ein Audi Q4. Das macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Spaß. Jetzt muss man dazu wissen, das Auto ist auch relativ groß. Ja. Weit über 4,70 Meter. Er ist irgendwie auch eher für amerikanische Verhältnisse gebaut worden als für europäische, besonders alte Innenstädte mit sehr verwinkelten Straßen. Da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. So, Thema rückwärts einparken, vor allem auch Übersichtlichkeit. Jetzt kann ich vorne drüber gucken und stelle fest, ich sehe da nicht die Enden. Und das ist wirklich schwierig, weil man nicht genau weiß, wo da jetzt die Karosserie noch ist oder nicht. Und jetzt versuche ich da rückwärts einzuparken und nur per Blick wird es schwierig, weil da ist alles zugebaut. Man hat diese kleine Schießscharte da hinten, das war's. Also sehr unübersichtlich. Jetzt gucke ich auf die Kamera. Da habe ich ein gestochen scharfes Bild, das ist schon mal gut. Ich habe auch ein paar Linien, aber bei anderen Herstellern habe ich noch zusätzliche Hilfslinien, die einem den maximalen Radius zeigen, die einem die perfekte Position zeigen. Hier habe ich einfach nur 4 weiße Linien und man ist sich ein bisschen unsicher. Also ja, ich kann jetzt hier einparken. Passt das jetzt? Man sieht schon, man ist am Gucken, am Machen, man weiß es nicht ganz genau. Es ist wirklich kein Auto, das für enge europäische Innenstädte gemacht ist. So, jetzt können wir nach vorne wieder rausfahren. Na, wie gesagt, Thema Übersichtlichkeit, auch vorne raus. Und normalerweise würde ich diesem Auto aufgrund des riesigen Wendekreises, der Unübersichtlichkeit und auch der Dimensionen nur 2 Sterne in der Stadttauglichkeit geben. Da er aber, und in dieses Menü kann ich ja mal hineingehen, schon einige autonome Parkfunktionen in der Beta-Funktion hat. Ich kann das mal vorlesen. Die Funktion herbeirufen und smart herbeirufen sind momentan im Beta-Modus. Und damit kann man also das Auto, selbst wenn man nicht drin sitzt, aus der Parklücke wieder zu sich herbeirufen. Da kommt er wirklich zu sich gefahren, da wird sogar eingeparkt. Ist alles in der Beta-Funktion. Müssen wir jetzt auch nicht zeigen, er hat es mit drin und es gibt noch einen 1/2 Stern mehr. Das heißt 2,5 Sterne in der Stadttauglichkeit, nett bewertet, weil so richtig Spaß macht das nicht immer, vor allem in engen Innenstädten. Kapitel Raumangebot. Machen wir mal gleich mal den Frontkofferraum auf, oder wie auf Neudeutsch Frunk. Front Trunk heißt, und da können wir gleich mal einen Irrtum klären, denn Tesla hat den Frunk nicht erfunden. Da werden jetzt alle neuen Elva-Fahrer die Finger strecken und werden sagen, Moment, sowas haben wir schon lange. Trotzdem ist es schön, dass Tesla das hat und dass da auch so viel Platz drin ist, denn hier ist wirklich das ganze Ladezeugs drin, das Ganze ist auch noch abwaschbar gemacht. Das ist schön, nur so ein kleines, aber schönes Detail am Rande. Man hat hier noch so einen kleinen Zettel für die Feuerwehr, falls dieses Auto mal Feuer fangen würde, hat die Feuerwehr einen Punkt, wo sie schon ansetzen kann. Da müssen zum Teil auch noch Kabel durchgetrennt werden. Das nur so nebenbei. Ja, also da passt eine Menge vorne rein. Das ist schön, aber es muss eben auch eine Menge in dieses Auto reinpassen, weil der ist groß. Der sieht erstmal gar nicht so aus, aber der ist 4,75 Meter lang und hat einen Radstand von 2,87 Meter. Das ist ein richtig großes Auto. Da muss innen drin auch ein bisschen Platz sein. Was sich immer ein bisschen kappelt mit dem Thema Aerodynamik. Sehen wir uns gleich aber mal an. Jetzt steige ich erstmal vorne ein. So. Tesla ist bei dem Thema Elektroauto ein bisschen konservativ. Denn theoretisch bräuchte ich bei einem Elektroauto ja hier diesen Mitteltunnel nicht. Ich brauche ja keine, muss ja keine Kardanwelle nach hinten führen.
Sie sagen aber, machen wir trotzdem. Ich persönlich finde das auch ganz gemütlich. Was Sie aber dann bieten, ist halt hier wirklich viel Platz. Ich habe hier ordentlich was zum Unterbringen. Ich kann hier auch noch mein Handy aufladen. Ich kann hier auch noch was reinpacken. Ja, ich persönlich mag das sogar mit dem Mitteltunnel. Aber es gibt manche, wie zum Beispiel Hyundai Ioniq, die machen das ein bisschen luftiger. Ansonsten sitze ich hier vorne luftig. Und wenn man weiß, wie das funktioniert mit der Lenkradverstellung, kriegt man es auch verstellt. Ja, ganz trivial ist es nicht. Ich musste auch wieder in der Bedienungsanleitung nachgucken. Sehr schön ist, ich kann die Füße hier wunderbar unter den Sitz schieben. Das ist bei vielen Autos mit einer Verbrennerplattform, wo du dann auch einen Akku reinbaust, ein bisschen schwieriger, weil der Boden dann relativ hoch kommt. Ich habe hier ordentlich Kniefreiheit, sagen wir es mal so. Was ein bisschen stört, ist diese Kante hier. Ja, die ist etwas hart. Wenn du da hier im Schienbein dagegen knallst, das ist nicht ganz so schön. So, jetzt mache ich den Kopf mal gerade und dann merke ich eins. Hier in dem Bereich, wo das Panoramadach ist, wunderbar, wenn ich ein Stück weiter nach hinten gehe, hört ihr das? Dann knalle ich hier gegen diese Kante, weil er halt aerodynamisch hinten nach unten gezogen ist. Trotzdem kann man hier wirklich vernünftig sitzen. Gibt noch ein paar Ablagen in den Türen und da können wir gleich zum Kofferraum kommen. Ah, ein dunkles, schwarzes Loch. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Man kriegt das Auto auch als Siebensitzer mit so ausklappbaren Sitzen. Und man sieht hier aber an der Form, ein Kerl wie ich zwängt sich da hinten nicht mehr rein. Es ist halt zum Teil für Kinder gedacht und da kann es ganz praktisch sein. Oder aber man hat hier ein wirklich ziemlich großes, kleines Heckabteil, doppelter Boden hier nochmal. Kannst du ordentlich was reinpacken. Nominell ist er mit rund 530 Liter jetzt in der Klasse einfach mit dabei. Aber man kann da schon richtig was wegpacken. Richtig groß wird es dann, wenn man die Sitze umklappt. Hat man hier zwei Tasten. Zack, zack. Zum Umklappen übrigens sehr praktisch gemacht. Hyundai hat die zum Beispiel beim Ioniq vorne an den Sitzen dran. Was aber blöd ist, wenn ich hinten stehe, will was reinladen und muss dann nochmal nach vorne gehen. Hier kann ich das direkt machen. So, und jetzt wird es groß hier. Geil. Das ist mega. Das ist super. Ja, also das ist richtig gut. Das ist eine Menge Platz. Ich kann einfach mal die Zahlen raushauen. Rund 1900 Liter. Es gibt da unterschiedliche Angaben, das ist aber auch völlig egal. Es ist einfach wirklich viel Platz, den man hier hat und das macht Spaß. Das ist genau das, was ich bei so einem Auto haben will. Ordentlich was zum Reinladen und damit sieht er in der Klasse richtig gut aus. Das Einzige, was ich mich frage, ob diese Lederlasche hier und der Schließmechanismus hier, ob das so in Zukunft alles funktioniert. Ich sag mal toi toi toi. Jetzt haue ich erstmal eine Bewertung raus, denn da ist richtig viel Platz in dem Auto drin und damit kriegt er volle 5 Sterne. Kapitel Dynamik und da fange ich gleich mal in Medias Res an. Das heißt, ich beschleunige ihn mal von 0 auf 100 km/h, die typische Stammtischangabe. Und Tesla sagt 5,0 Sekunden. Jetzt muss man bei den Tesla-Angaben ein bisschen aufpassen, weil die Werksangaben in den meisten Fällen zu optimistisch sind. Das Auto wiegt rund 2 Tonnen, so schwer ist er nicht. Und er hat nach alter Währung 345 PS. So, Messgerät ist drin. Ich werde die Strecke einmal nach oben und einmal nach unten fahren und das Ganze dann mitteln. Das heißt, ja, gucken wir einfach mal, ob er seine Werksangabe schafft und wie er sich verhält. Wunderbar. Messgerät ist gestartet. Und ab geht's. Jawohl. Aha, typischer Tesla-Schub. So, und in der Hinrichtung haben wir 5,29 Sekunden. Okay, Messgerät ist bereit. 5,29 Sekunden hat er in die eine Richtung geschafft. Und jetzt schauen wir mal, was er in die andere macht. Das mitteln wir dann. Und ab geht's. Und bang, 100. Da sind wir bei 5,20 Sekunden. Das heißt, gemittelt liegt dabei ja, knapp 5,2 Sekunden. Das ist 0,2 Sekunden langsamer als die Werksangabe. Das ist trotzdem richtig zügig und schnell. Ein bisschen langsamer als ein Hyundai Ioniq 5 und es ist eben die typische Abweichung, die ich bisher bei Teslas gemessen habe. Die Werksangabe schaffen sie fast nie. Das fehlen immer so 0,2, 0,3 Sekunden. Ist trotzdem sehr dynamisch. Und da können wir bremsen. Bremsen, da muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Ich bin hier auf dem Fahrsicherheitszentrum vom ADAC in Grevenbruch. Ein bisschen mehr als 100 km/h brauchen wir. So. Haben wir und ab geht's. Und was hat er? 35,8 Meter bei der ersten Bremsung. Nur das ist doch gar nicht mal so schlecht. Slalom. Ich weiß, viele mögen
die Slalom-Disziplin nicht so, weil sie sagen, das passiert doch im normalen Verkehr nicht. Ist für uns Autotests aber ein ganz wichtiges Ding, weil wir relativ schnell Aussagen über die Fahrstabilität, auch das Lenkverhalten des Autos machen können. Ich werde jetzt hier keine Zeit messen, weil die sowieso relativ abstrakt ist für die meisten 63, 66 km/h, was auch immer. Automotor und Sport hat das Model Y Performance Modell Amerika schon mal mit ungefähr 66 km/h gemessen. Das ist für so ein SUV-ähnliches Auto nicht schlecht. Und jetzt fahre ich mit dem hier einfach mal durch. Schauen wir mal, wie er sich verhält. Ja? Weil das soll er ja eigentlich ganz gut können. Und mit ungefähr 60 rein und dann mal schauen. Ja, macht er gut, spielt auch ein bisschen im Heck. Ist sehr, das Heck spielt immer ein bisschen mit. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dann kommen wir zur Abschlussbewertung im Kapitel Dynamik. Für Tesla ein ganz wichtiges Kapitel, weil Elon Musk eben drauf steht, dass die Autos besonders dynamisch sind. Und ich kann es auch gleich schon mal sagen, man hat es ja auch gesehen, das Auto wird seinem Ruf gerecht. Das ist ein richtig dynamischer Tesla. Wir drüsen uns trotzdem mal ein bisschen auf. 0 auf 100 hat er seine Werksangabe nicht ganz geschafft. Ich sag mal typisch Tesla, also keine 5,0 Sekunden, sondern 5,2. Damit ist er aber voll mit bei der Musik. Höchstgeschwindigkeit 217 km/h. Damit ist er besser als die meisten Konkurrenten. Und ich finde das gut, dass Tesla da noch so ein bisschen Gas gibt oder besser gesagt Strom. Bei der Bremsung 35,8 Meter. Ich gebe ja immer nur Halbmeterangaben, das heißt 36 Meter gerundet. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist übrigens der gleiche Bremswert, den auch damals das Tesla Model 3 Long Range im Test hatte. Und was fehlt noch? Ja, wir sind noch ein bisschen Slalom gefahren, um mal zu gucken, wie er sich verhält, weil das ist ja auch ein SUV-artiges Auto, sage ich mal so. Und das Tesla Model Y zeigt wenig Wanken, er bleibt also sehr stabil, weil der Schwerpunkt niedrig liegt, weil er auch straff gedämpft ist. Ja, ist schon sportlich, was er da macht. Man muss bloß ein bisschen aufpassen bei der Reifentemperatur. Wenn die Reifen warm sind, dann macht er das schön, wie er um die Pylonen drumherum zirkelt, bleibt auch schön stabil. Wenn die Reifen kalt sind, dann kann es schon mal sein, dass das Heck die Tendenz hat zum Ausflug. Ja, da muss das ESP kommen und muss sagen, hallo, ich muss dich wieder einfangen. Das sage ich nur allen Vollstrom-Indianern, die sich wundern, wenn so ein kaltes Tesla Model Y-Heck mal ein bisschen breiter wird. ESP ist ja auch noch da. Grundsätzlich hat mir beim Slalom nicht ganz so gut gefallen, dass die Lenkung etwas zu direkt ist. Ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Fakt ist, er ist ein richtig dynamisches Auto. Elon Musk wird es gefallen, er hat es ja auch abgesegnet. Und mit 4,5 Sternen ist er auch besser als die direkten deutschen und koreanischen Konkurrenten. Kapitel Elektroautofunktionen. Und da ist es jetzt sehr legitim zu sagen, was hat Tesla denn nicht drin? Man könnte sogar sagen, die meisten Funktionen im Elektroauto hat Tesla zuerst drin gehabt und dann kamen die anderen. Denn wenn man eines kann bei Tesla, dann ist es definitiv Software. Da kommen wir aber noch dazu, was da alles hier drin ist. Wir haken das mal nacheinander ab. Und ich fange gleich mit einer Funktion an, wo Tesla wirklich kein Vorreiter war, aber sie hat auch nicht direkt was mit Software zu tun, das ist Hardware. Und das ist die Wärmepumpe, also gerade im Winter besonders effizient den Innenraum aufzuheizen. Da wird eben auch die Abwärme, die das Auto produziert, vom Motor genutzt und speziell auch Energie draußen noch genutzt. Also grundsätzlich, das muss man ja physikalisch mal sagen, unterscheidet die Physik eigentlich nicht zwischen warm und kalt, sondern sie unterscheidet zwischen mehr oder weniger Energie. Und wenn ich Energie schon zur Verfügung habe, dann kann die Wärmepumpe die nehmen, ja, um den Innenraum aufzuheizen und erst dann kommt noch ein elektrisches Zusatzsystem hinzu, macht das Ganze effizienter. Das hat Tesla jetzt inzwischen auch. Wo sie definitiv Vorreiter waren, ganz klar, ist Over-the-Air-Updates, ja, wo die anderen Hersteller jetzt hinterher humpeln und sagen, ja, wir können das zum Teil oder wir bringen es demnächst. Da hat das Tesla schon seit vielen Jahren drin, dass man eben sein Auto vor die Tür steht und am nächsten Morgen einsteigt und eine neue Software drauf hat. Das ist grandios. So, und dann gehen wir mal in die Akkufunktion hinein. Da können wir hier oben auf den Akku draufdrücken. Und dann haben wir hier eine sehr schöne Darstellung. Ich habe hier meinen Ladestrom, den ich einstellen kann. Ich kann, wenn ich hier reingehe, dann kann ich auch noch mal einstellen, wie der Akku geladen werden soll. Ja, ob ich jetzt täglich, zum Beispiel nur für die Hälfte oder wenn er im Urlaub stehen bleiben soll, das ist besser, ihn nur zur Hälfte aufzuladen. Das ist akkuschonender. Oder 80% in den meisten Fällen, wenn man eben nicht so weit
fahren will oder eben Trip, wenn man mal wirklich weit fahren will, dass man in den Akku mehr hineinlädt. Dann kann ich hier noch eine geplante Abfahrtszeit dazu machen. Ich kriege hier auch noch angezeigt, was ich am Supercharger gezahlt habe. Ich muss ja am Supercharger keine Karte vorhalten. Da fahre ich hin, da geht eine Kommunikation von der Ladestation zum Auto und das funktioniert automatisch. Damit kommen die anderen erst. Jetzt hat Tesla alles schon längst. Und jetzt für die Elektroautofahrer ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ich, wenn ich navigiere, wir geben jetzt einfach mal eine Adresse ein, die weit weg ist, wir nehmen mal Berlin, dass ich eine perfekte Laderoute angezeigt bekomme. Und das macht Tesla wirklich in absoluter Perfektion. In 0, nichts hat er mir eine Route zusammengestellt, sagt mir, pass mal auf, an den und den und den Ladestationen musst du aufladen. Das wird wahrscheinlich so und so lang dauern. Ja, hier steht es 25 Minuten, 30 Minuten, da oben steht sogar 40 Minuten. Und du wirst dann in Berlin voraussichtlich mit dem Akkustand ankommen. Das ist top. Ich verstehe nicht, dass die anderen sich Tesla da nicht als Vorbild nehmen, weil besser kannst du es nicht machen und das ist wirklich grandios. Hier auch nochmal auf der Karte gezeigt. So, und dann gibt es auch darüber hinaus noch spezielle Klimaanlagenfunktionen. Wir können da mal reingehen, zum Beispiel die Hundfunktion, ja, die du einschalten kannst, wenn du den Hund im Auto hast, dass hier die Wächterfunktion, also der Alarmanlage, ausgeschaltet wird, aber gleichzeitig trotzdem die Klimaanlage noch weiterläuft, damit es dem Hund gut geht. Sollten viele Leute wissen, die in Tesla da stehen sehen im Sommer und der Hund ist drin, dem geht es gut. Die Klimaanlage kümmert sich darum. Es gibt sogar eine Camp-Funktion. Darüber hinaus habe ich noch viele kleine zusätzliche Funktionen, die das Leben einfach mit dem Elektroauto einfacher machen. Und mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, Mensch, das muss Tesla jetzt noch unbedingt implementieren. Aber wahrscheinlich wird Tesla was einfallen, wo ich später sage, Mensch, das ist eine coole Idee, wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Also kurz und knapp, für die Elektroauto-Ausstattung gibt es bei Tesla 6 Sterne, geht nicht besser. Kapitel Verbrauch. Das war bisher definitiv eine Stärke von Tesla. Also effiziente Elektroautos konnten sie bisher eindeutig bauen. Und das Tesla Model 3 Long Range, das ich im Test hatte, das hat auch wirklich überzeugt mit sehr hoher Effizienz, vor allem auf der Autobahn. Jetzt gehen wir so ein bisschen die Standardwiderstände des Autos etwas durch. Ich fange an mit dem Luftwiderstand, da macht Tesla schon von Anbeginn einen richtig guten Job. Tesla Model Y ist mit einem CW-Wert von 0,23 angegeben. Das kann man auch glauben. Andere Autohersteller haben das sogar schon nachgemessen. Das funktioniert. In diesem Fall haben wir es aber mit einer optionalen Bereifung zu tun. 20 Zoll 255er Schlappen. Das kann also sein, dass der CW-Wert vielleicht ein Ticken schlechter wird und dass, wenn man die Bereifung etwas schmaler, etwas basismäßiger wählt, dass man dann noch ein bisschen höhere Effizienz rausholt. Stirnfläche ist mir leider nicht bekannt. Also Tesla gibt sie nicht raus. Irgendwo im Rahmen von 2,5 Quadratmeter. Jedenfalls, das Auto ist wirklich aerodynamisch. Gewicht, das ist auch nicht schwer. Rund 2 Tonnen, das ist in der Klasse mit so einem Akku wie hier, 75 Kilowattstunden netto, wirklich wenig. Da kann man sich nicht beschweren, was auch wieder heißt, dass der Rollwiderstand auch nicht extrem hoch liegt, weil der Rollwiderstand hängt eben auch vom Gewicht des Fahrzeugs ab. Und der Rollwiderstand hat natürlich auch was mit Reifen zu tun. Und diese Reifen, die hier drauf sind, das sind der Michelin Pilot Sport EV. Ja, gibt es ganz spezielle EV-Reifen, die eben auch mit dem hohen Gewicht des Elektroautos zurechtkommen und ich gehe mal davon aus, auch ein bisschen rollwiderstandsoptimiert sind. Jetzt können wir ein bisschen uns auch die Elektronik anschauen, vor allem die Leistungselektronik, die ja Wechselstrom in Gleichstrom und Gleichstrom wieder in Wechselstrom umwandeln muss, wo also Schaltvorgänge stattfinden. Und da habe ich jetzt zuletzt bei einem sehr Tesla-affinen Online-Magazin gelesen, dass da Tesla absoluter Vorreiter ist, weil die Silizium-Carbid-Halbleiter benutzen. Die sind besonders effizient und die anderen Hersteller ziehen erst nach. Hyundai plant das erst zu tun. Das ist leider falsch. Hyundai hat jetzt im IONIQ 5 schon Silizium-Carbid-Halbleiter drin und sagen, dass sie damit einige Prozent an Effizienz einsparen. Und Tesla nutzt es eben auch. Das ist toll, aber auch in diesem Fall gilt, andere Mütter haben auch schöne Töchter bei der Elektronik, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, gucken wir uns die Motorenkonfiguration an. Das ist hier eine Allradkonfiguration mit 2 verschiedenen Motoren. An der Hinterachse sitzt ein Permanentmagnet-Synchronmotor mit einem ausgeprägten Reluktanzeffekt. Ja, ich weiß, auch da wurde das als heiliger Gral gefeiert, als Tesla das gezeigt hat. Aber so ein bisschen war es ein alter Hut. 2013 hat BMW beim i3 schon einen sogenannten Hybrid-Synchronmotor gezeigt mit permanenten Magneten im Rotor und einem ausgeprägten Reluktanzeffekt, um speziell bei höheren Drehzahlen auch noch vernünftig und effizient zu funktionieren. Tesla hat das jetzt hier auch umgesetzt. Kurz zur Reluktanz, das ist der magnetische Widerstand. Und da geht es darum, dass
weichmagnetische Materialien, wie Eisen, sich nach den magnetischen Feldlinien ausrichten. Und weil die das tun, weil die versuchen, sich nach diesen Feldlinien auszurichten, entwickeln die eine Kraft. Und diesen Reluktanzeffekt, der wird da zusätzlich zu dem Magneteffekt des Neodym-Magneten innen drin im Rotor genutzt. Vorne an der Vorderachse sitzt ein asynchroner Motor, hat keine Magnete. Und das Gute an so einem Motor ist, wenn ich den nicht bestrome, dann läuft er einfach mit. Ja? Ohne großartig einen Schleppwiderstand zu erzeugen, das kann hier der Permanentmagnet-Synchronmotor nicht. Und deswegen ist es beim Allradantrieb eine clevere Sache, machen viele. Audi Q4 ist es auch schon so eingesetzt und Tesla macht das genauso. Clever. Also das klingt alles nach einem effizienten Auto. Gucken uns die Werksangabe an, oder WLTP-Angabe. So, die liegt, so steht sie auf der Tesla-Webseite, bei 16,9 Kilowattstunden. Das ist aber nicht die Anzeige auf dem Bordcomputer, das ist die Anzeige mit Ladeverlusten, weil WLTP wird an der Steckdose gemessen, sind ungefähr 12% Ladeverluste dabei. Das heißt, wir reden über Pi mal Daumen 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wow, das ist definitiv ein großartiger Wert und da sehen wir auch, wie wir auf über 500 Kilometer Reichweite kommen. 75 Kilowattstunden, Akku geteilt durch 15, 500 Kilometer. Und wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Habe ich natürlich ausführlich ausprobiert. Ich bin sehr, sehr viel mit dem Auto rumgefahren. Viele Zahlen ermittelt und weil das so viele Zahlen sind und weil ich sie nicht verbocken will, hole ich jetzt hier einfach mal einen Zettel, wo alles draufsteht. Denn ich mache ja verschiedenste Fahrten. Zum einen mache ich eine Eco-Fahrt, wo ich bei sehr geringer Durchschnittsgeschwindigkeit fahre, so 30 km/h, ein bisschen mehr, um zu gucken, was er da verbraucht. Da erreicht er seinen WLTP-Wert von 15 Kilowattstunden ohne Verladeverluste nicht ganz. Aber mit 16 Kilowattstunden ist er richtig gut dabei. Also das ist schön sparsam auch dafür, dass es ein großes Auto ist. Wobei man sagen muss, dass den Wert, in die Richtung kommt auch ein Audi Q4 e-tron. Das schafft er. Dann gucken wir uns den Testverbrauch an. Das ist ein Mischverbrauch aus Autobahnfahrten, aus Stadtfahrten, aus mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und da kommen wir jetzt auf einen Testverbrauch von 19,5 Kilowattstunden. Und der ist wirklich niedrig. Also das ist erstaunlich. Unter 20 Kilowattstunden für so ein großes Auto. Wie funktioniert das? Na, wir haben ja schon gesehen, Fahrwiderstände sind niedrig, aber vor allem der Luftwiderstand. Und sobald ich mit dem Auto auf die Autobahn gehe, dann schlägt seine große Stunde. Denn in der Stadt oder im Stop-and-Go-Verkehr verbraucht er zum Teil sogar ein bisschen mehr als die Konkurrenten. Ja, ein bisschen mehr, das macht kaum was aus in der Praxis. Ja, das ist eigentlich völlig egal. Aber sobald ich das Auto schneller fahre, dann wird das sparsam. Und da mache ich ja meine Konstantfahrten und die können wir uns jetzt einfach mal angucken. Ich haue es jetzt einfach mal raus für das Tesla Model Y bei höherem Tempo. Also bei konstant 100 km/h kann man ihn ungefähr mit 17 Kilowattstunden fahren. Bei konstant 120 sind es 20,5 Kilowattstunden und zum Beispiel schon 2,5 Kilowattstunden weniger als bei einem Hyundai Ioniq, weil der einfach einen schlechteren CW-Wert hat. Und bei 140 wird es dann noch krasser. Da fahre ich den hier mit 26,5 Kilowattstunden ungefähr. Ich mache das sehr aufwendig. Also ich fahre da auf einer geraden Strecke hin und zurück, mittle das, matche das noch mit den Fahrwiderständen. Ich sag's nur. Also bei 140 km/h verbraucht ein Hyundai Ioniq 5 fast 5 Kilowattstunden mehr. Das geht natürlich auch später auf die Reichweite. Aber das sehen wir ja. Und deswegen liegt der Testverbrauch relativ niedrig. Gerade wenn man viel Autobahn fährt, ist das eine wirklich schöne Sache bei dem Auto. Und das macht auch Spaß, weil man damit eben Reichweite machen kann. Ja, und dann können wir auch zur Bewertung im Reichweitenkapitel kommen. Denn beim Verbrauch, obwohl das ein großes Auto ist, obwohl er ein bisschen was wiegt, kriegt er insgesamt 4 Sterne für den Verbrauch. Und das ist besser als die direkten Konkurrenten. Jetzt habe ich angesprochen, wie die Konkurrenten ausfallen. Und damit man das mal im direkten Vergleich sieht, zeigen wir jetzt nochmal als Diagramm die Verbrauchsentwicklung grundsätzlich. Nur das Tesla Model Y über die Geschwindigkeit. Man sieht, der steigt gar nicht so heftig an und wie es im Vergleich zu den Konkurrenten aussieht. Sieht man auch, im niedrigen Geschwindigkeitsbereich verbraucht er einen Ticken mehr. Dafür ist er auf der Autobahn viel sparsamer und vor allem musst du auf der Autobahn kaum noch darauf achten, was du verbrauchst. Du machst einfach Strecke. Berühmt war es besonders gut abzuschließen. Und wenn man sich so in den Foren umguckt, gerade auch zum Thema Tesla Model 3 und Komfort, da wird man auch feststellen, dass auch viele Fahrer nicht hundertprozentig mit dem Auto zufrieden sind, zum Teil auch andere Fahrwerke reingemacht haben, wie dem auch sei. So, jetzt haben wir hier ein Tesla Model Y. Steht aber grundsätzlich schon auf einer sehr, sehr ähnlichen Fahrwerksbasis wie das Tesla Model 3. Jetzt könnte man darüber einen gewissen Aufbau um die Hinterachse herum diskutieren, weil Tesla sich immer weiterentwickelt, aber grundlegend ist das schon sehr ähnlich. Und was brauche ich denn für ein guten Komfort.
drei Komponenten. Erstens mal den Willen dazu. Also Komfort muss im Lastenheft stehen. Das darf nicht in irgendeinem Unterpunkt sein, sondern es muss ein ganz wichtiger Punkt sein. Bei Mercedes zum Beispiel, da ist Komfort mit der wichtigste Punkt überhaupt. Zweitens, hochwertige Komponenten auswählen, die eben dazu in der Lage sind, einen solchen Komfort auch umzusetzen. Und drittens, Kompetenz und Erfahrung im Abstimmen eines Autos, also genau zu wissen, über die Erfahrung heraus auch, was ein Auto ausmacht, das einen guten Komfort hat. Und wie sieht das dann bei Tesla aus? Also, der unbedingte Wille, ein Auto mit einem guten Komfort zu bauen, ist ehrlich gesagt gar nicht vorhanden. Denn Elon Musk ist in der Beziehung eher zurückhaltend. Er will vor allem mal ein Auto haben, was tief, schnell und hart ist. Und das ist wichtig. Ja, da wird lieber ein Tesla Model S Plaid gebaut, als nochmal am Komfort rumgewerkelt. Also das ist jetzt bei Tesla nicht ganz oben im Lastenheft. Zweitens, die hochwertigen Komponenten. Und das schauen wir uns beim Tesla Model Y jetzt mal im Vergleich zu den Konkurrenten an. Nehmen wir ein Audi Q4. Der hat optional adaptive Dämpfer drin. Das heißt Dämpfer, die sich entweder durch Ventile verstellbare oder aber durch eine magnetisch wirksame Flüssigkeit in der Dämpferhärte verstellen lassen. Entweder adaptiv oder auf Knopfdruck. Das heißt, das Ganze kann sich anpassen. Kostet ein paar Euro, aber es wirkt was. Hat das Model Y? Nein. Zweitens, sowas wie frequenzselektive Dämpfer. Das sind noch keine adaptiven Dämpfer, die elektronisch gesteuert sind, aber die haben mechanisch im Fluss der Dämpferflüssigkeit Möglichkeiten, das anzupassen, um zum Beispiel bei einer langgezogenen Kurve einen Ausgleichsstrom fließen zu lassen, der eine Gegenkraft bewirkt, um das Auto zu stabilisieren. Aber bei so kurzen Anregungen jetzt wie hier, diesen Ausgleichsstrom nicht fließen zu lassen und dafür das Ganze schnell reagieren zu lassen. Das heißt, den Dämpfer schön weich zu machen. Hat das das Model Y? Nein. Was hat das Model Y? Es hat ganz normale, klassische Dämpfer. Das wäre aber noch keine Katastrophe. Jetzt kommen wir nämlich zum dritten Punkt. Die Fähigkeit, trotzdem einen guten Komfort abzustimmen, zu wissen, auf was es ankommt. Das heißt auch, ein bisschen das Auto atmen zu lassen beim Dämpfen, es nicht zu hart zu dämpfen, einen guten Kompromiss zwischen Wankstabilität und trotzdem einem wiegenden Fahrverhalten zu finden. Und da merke ich halt hier bei Tesla, dass das nicht im Lastenheft drin stand. Wenn ich jetzt hier über Querfugen drüber fahre, dann sehe ich, dass das Auto relativ stark damit geht. Es versucht sich immer wieder wahnsinnig schnell ruhig zu stellen, aber das ist erstmal gar nicht die Aufgabe beim Komfort, sondern da fährst du drüber, ganz kurzes Nachschwingen, so ein bisschen wiegenmäßig und dann geht es weiter. Und vor allem auch das Ansprechverhalten. Wenn hier jetzt eine Unebenheit kommt, da muss sofort drauf reagiert werden. Porsche macht das exzellent. Die sind zwar straff, aber sie reagieren trotzdem im ersten Moment zack auf die Fuge und sind dann straff. Und hier merke ich halt, das ist insgesamt alles ziemlich hart und knochig. Nicht mehr ganz so schlimm wie im ersten Moment, als ich das Auto abgeholt habe, als es neu war und die ganzen Komponenten nicht richtig eingeschwungen waren. Aber ich muss schon sagen, diese Autobahn hier ist topfeben und trotzdem habe ich hier leichte Bewegungen drin. Mit den meisten Autos, mit denen ich hier fahre, merke ich erstmal an der Stelle gar nichts. Und noch heftiger wird es, wenn man dann richtige Frostaufbrüche hat. Ja, oder hier sowas, bam, bam. Da fängt das Auto sogar richtig an zu poltern. Und das ist alles nicht mehr zeitgemäß beim Thema Komfort. Und ich finde es schade, weil Tesla sehr stark in die Richtung Dynamik schielt und den Komfort so ein bisschen abhakt, ja, müssen wir auch noch irgendwie reinbringen. Und weil das echt schade ist bei dem Auto und weil er echt einen knochigen Komfort hat, müssen wir uns jetzt von außen auch gleich mal die Reifen angucken, was da drauf ist. Hier ist eine Optionalbereifung drauf. Michelin Pilot Sport EV. Und dieser Reifen hat als Dimension 255/40R20. Das heißt, hier das Verhältnis von Reifenbreite zu Flanke ist nur 40%. Das ist ein echter Niederquerschnittsreifen und der ist hier auch relativ fest. Der erste Moment, wenn der über eine Unebenheit drüber fahren muss, gibt er das ziemlich ungefiltert durch. Mache ich hier einen anderen Reifen drauf, kann ich noch ein bisschen was rausholen. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich hatte es in anderen Kapiteln auch schon, wer das Auto ein bisschen bekömmlicher machen will, auch bei der Effizienz, die Reifen anschauen. Der nächste Punkt, den ich angesprochen habe, ist, dass Komfort natürlich eine sehr subjektive Empfindung ist. Es ist schwer, das Ganze zu objektivieren, ist, dass ich aber eine Messmethode habe. Genau die habe ich. Hier mit meinem Popometer nennt sich das Ganze. Das sieht erstmal aus wie ein Kissen. Es ist ein ganz dünnes Schaumstoffkissen, kommt unter meinen Po auf den Fahrersitz. Und das Entscheidende ist, dass hier Sensoren drin sitzen. Also, da sind
Beschleunigungssensoren drin, die werden von mir quasi auf den Sitz festgeklemmt und damit kann ich im Prinzip alle Beschleunigungswerte, für mich entscheidend sind aber vor allem die Vertikalbeschleunigungswerte, messen. Das habe ich gemacht und zwar bei der Klassik-Remise mit einer ganz speziellen Querschwelle. Und dann geht es jetzt vor allem um die Vorderachse. Ja? Man würde normalerweise zwei Höcker im Diagramm sehen, das würde aber zu weit führen, und ganz speziell um die Vorderachse. Und ich habe es im Vergleich zu einem Hyundai Ioniq 5 gemacht, weil der im Test so wunderbar komfortabel war, weil ich mich so gefreut habe und gesagt habe, wow, ist das Auto komfortabel. So, jetzt gucken wir uns einfach mal die Messung an. Und die spricht echt Bände. Wir sehen das hier, das ist das Diagramm. Das blaue hier ist der Tesla, die orangene Kurve ist der Hyundai Ioniq 5. Und hier ist quasi die Beschleunigung, ja? Also in Vertikalrichtung. Und während der Hyundai hier die Querschwelle so schön mit einem runden Verlauf nimmt und so, naja, mit zusätzlicher Beschleunigung von so 0,25 G auf den Popo einwirkt, ist es beim Tesla das Doppelte, sogar fast mehr als das Doppelte an Beschleunigungskräften und vor allem sehr spitz. Und das macht dieses erste harte Knubbeln aus. Das reicht aber noch nicht. Danach muss das Auto ganz sauber ausschwingen. Das ist wirklich, das muss gekonnt sein. Da geht es nicht darum, das Auto sofort knackig ruhig zu stellen. Das macht man bei einem Rennwagen. Aber bei so einem Alltagsauto versucht man erst mal mit einem ganz leichten Nachschwingen das Auto ruhig zu stellen. Das ist komfortabel. Das macht Ioniq so. Man sieht es hier. Er schwingt hier rund, ein bisschen tieffrequenter aus. Sehr langwellig. Und der Tesla, der versucht, harter Einschlag nach unten und dann sofort das Auto ruhig zu stellen. Und das ist eine Abstimmung, die ich nicht verstehe. Die verstehe ich nicht, weil die gehört nicht zu einem Alltagsauto hinzu. Das macht man bei einem Rennwagen, aber nicht bei einem Auto, mit dem ich durch die normalen Straßen fahre oder in der Familie transportiere. Da ist für mich bei der Abstimmung einfach überzogen worden. Okay, schieben wir Federungskomfort mal zur Seite, ist nicht so gut. Und jetzt gucken wir uns den Geräuschkomfort an. Und da sieht es doch schon deutlich besser aus beim Tesla Model Y. Denn es ist nicht das leiseste Elektroauto auf dem Markt. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass Tesla eher, dass der Wagen eher zu den lautesten im Elektrobereich gehört. Also hier die Windgeräusche an der Scheibe und so sind schön niedrig. Wir fahren jetzt gerade 123, 124 km/h. Trotzdem kann ich hier wunderbar leise reden. Wenn man das Ganze misst, wird man feststellen, ja, er liegt noch so anderthalb, je nach Geschwindigkeitsbereich, auch 2 Dezibel lauter als zum Beispiel ein Ioniq 5. Ein bisschen lauter ist er also schon, aber das ist insgesamt noch gut. Jetzt habe ich eine ganze Menge über den Komfort geredet. Und jetzt gibt es ja noch eine ganz wichtige Komponente und das ist hier der Sitz. Positiv fällt mir auf, dass er relativ weich gepolstert ist. Damit versucht Tesla so ein bisschen zu kaschieren, dass das Fahrwerk straff ist. Aber der Seitenhalt fehlt etwas, gerade hier im Oberschenkelauflagebereich. Und wenn wir über den Oberschenkelauflagebereich reden, dann fällt natürlich auch auf, dass hier vorne gar nicht mehr richtig Oberschenkelauflage ist. Also ich kann hier vorne nichts verlängern oder ausfahren. Ich kann auch nicht, wenn ich mal unterwegs bin und mal pennen will, mir den Sitz komplett umlegen, wie bei einem Ioniq 5, und da richtig gut pennen. Das ist schade. Und deshalb muss man in der Gesamtbetrachtung sagen, dass der Tesla beim Komfort wirklich nicht gut abgeschnitten hat. Als ich ihn frisch abgeholt habe, hatte er noch sehr wenig Kilometer drauf. Da war es so schlecht, dass ich ihm 2 Sterne geben wollte. Auch die Kollegen haben für 2 Sterne plädiert. Und über die paar hundert Kilometer, die wir jetzt mit ihm gefahren sind, haben sich die Fahrwerkskomponenten ein bisschen eingeschliffen, ein bisschen gesetzt. Jetzt ist er etwas besser und deshalb kriegt er keine 2 Sterne, sondern immer noch ziemlich gnädige 2,5 Sterne. Aber meiner Meinung nach muss Tesla beim Komfort definitiv nachlegen. So, Verbräuche haben wir besprochen und da können wir auch gleich zur Reichweite kommen. Der Akku hier hat 75 Kilowattstunden Netto-Energieinhalt. Tesla ist ja immer ein bisschen vorsichtig mit dem, was sie rausgeben. Aber so von dem, was ich bisher gemessen habe und was sich aus dem ergibt, was WLTP angegeben wird, minus Ladeverluste plus theoretische Reichweite, passt das schon ziemlich genau. So, und ich habe hier auch eine Menge Werte. Und weil es halt viele sind, weil ich nichts falsch machen will, dann lese ich sie auch ein bisschen hier vom Zettel ab. Also, in der Eco-Runde erreicht er 470 Kilometer Reichweite. Das ist echt eine Menge, nicht ganz so viel wie die Werksangabe von etwas über 500, aber das ist schon ziemlich ordentlich. Nun ist das jetzt nicht so wichtig, weil damit machst du ja normalerweise keine Strecke auf der Autobahn. Deswegen gucken wir uns den Testverbrauch an und da liegt dabei 385 Kilometer. Das ist top. Das ist im Rahmen zum Beispiel auch eines Audi
Q4 e-tron, wobei man ganz klar sagen muss, dass er auf der Autobahn, also Model Y, weiterfährt. Und da sind wir auch schon bei den Konstantverbräuchen auf der Autobahn. 120 km/h reden wir über 360 km. Bei 80%, was ja für die Reise relevant ist, reden wir über 290 km. Und bei 140 km/h schafft er immerhin noch 280 km und kommt damit spürbar weiter als der Konkurrent von Audi oder zum Beispiel auch als der Hyundai Ioniq. So, fehlen noch zwei Sachen bei der Reichweite. Zum einen, wer die Reichweite spürbar steigern will, der kann sich angucken, ob er hier vielleicht eine andere Reifen-Felgen-Kombination drauf macht. Nicht so breit, keine 20 Zoll. Das bringt schon einige Prozent an Reichweite. Ist durchaus machbar. Und wer auf der Autobahn sich von den 120 km/h ein bisschen entfernt und sehr konstant fährt, der kann da auch locker 400 km Reichweite erzielen. Und damit kommen wir auch zur Bewertung vom Testverbrauch. 385 km geteilt durch 100, 3,85 oder 4 Sterne im Reichweitenkapitel. Kapitel Reisetauglichkeit. Und wenn ich jetzt hier an der Ladebuchse stehe, klassische CCS-Einheit da unten mit den zwei großen Pinöpeln, dann hat das hier jetzt noch nichts mit Reisen erstmal zu tun, sondern das ist das nächtliche Aufladen, geht hier mit 11 Kilowatt, wie bei den meisten modernen Elektroautos. Das ist schön morgens einsteigen, Akku ist voll oder zu 80% gefüllt, je nachdem, wie man es einstellt. Sondern unterwegs will ich ja sehr, sehr schnell wieder Strom drin haben. Wie lange dauert es, um 100 Kilometer, 200 Kilometer Reichweite wieder reinzubekommen? Wie groß ist mein Akku? Wie viel Reichweite kann ich erzielen? Das alles packen wir zusammen. Und jetzt ist es so, dass in letzter Zeit sehr mit hohen Ladeleistungsdaten jongliert wird. Hört man dann immer wieder, ja, über 200 Kilowatt und jetzt kann der Tesla nochmal 10 Kilowatt mehr und dann sind es 240, 250 Kilowatt. Und da muss ich sagen, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil das ist ein bisschen Stammtisch. Denn diese maximalen Leistungsangaben, die taugen erstmal, um das so über den Stammtisch zu hauen, taugen aber noch nicht, um wirklich die Ladegeschwindigkeit eines Autos zu beurteilen. Denn die hängt ja stark vom Ladestand, vom sogenannten State of Charge, SOC, eines Akkus ab. Nur noch mal ganz kurz zur Erläuterung. Bei sehr niedrigen Ladeständen hat der Akku einfach eine wahnsinnig große Aufnahmefähigkeit für die Ionen. Die werden, so heißt das, interkaliert, also zwischengelagert in der Zelle. Und wenn die Zelle sehr leer ist, dann können die sehr, sehr schnell da reingeladen werden mit hoher Ladeleistung. Und je mehr sich der Akku füllt und je mehr die Zellen gefüllt sind, quasi wie ein Parkhaus, desto langsamer läuft das Ganze ab. Und weil da eben auch Reibung entsteht im elektrischen Bereich, erhitzt sich das Ganze. Da muss man dann auch aufpassen, dass der Akku dann nicht zu heiß wird. Und deshalb wird die Ladeleistung mit zunehmendem Ladestand des Akkus immer weiter runtergefahren. Und wie das gemacht wird und wie lange er das durchhält, das ist ein entscheidender Punkt. Übrigens hat 800 Volt als Akku damit noch nichts zu tun, weil auf Zellbasis bleibt der Strom 400 oder 800 Volt gleich. Hier haben wir es auch nicht mit dem 800 Volt System zu tun, sondern mit dem klassischen 400 Volt System. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben ihn an verschiedenen Ladestationen geladen. Einmal an einer ENBW-Ladestation DC, theoretisch 300 Kilowatt, und einmal am Supercharger. Beides mal bei normalen Temperaturen, nicht ganz so warm wie heute, sondern normale Temperaturen, und beides mal vorkonditioniert. Das heißt, wirklich mindestens 20 Minuten vorher wurde die Ladestation dem Auto mitgeteilt, damit es weiß, es geht gleich zur Ladestation, ich muss meinen Akku ein bisschen erwärmen, damit das gleich etwas schneller geht. Das nur als Hinweis. So, und dann haben wir die Ladezeiten gemessen. Da stand ich an der ENBW-Station und war erstmal ganz überrascht. Ich kann das mal hier zeigen. Doch, der Anfangswert war ziemlich hoch. Ja, 180, 190 Kilowatt, da war ich schon mal ganz glücklich. Ich habe noch ein bisschen mehr erwartet, aber war happy. Dachte, wow, das geht jetzt richtig zackig. Das Problem ist aber, dass es dann über steigenden Ladestand auch ziemlich zackig nach unten geht. Und wenn wir jetzt hier uns zum Beispiel den Wert bei 68% SOC anschauen, dann liegt die Ladeleistung da schon unter 60 Kilowatt. Das heißt, Tesla senkt die Ladeleistung so stark wie kaum ein anderer Hersteller ab. Ja, sie werden ihre Gründe dafür haben, aber sie machen das Ganze. Was aber auch heißt, dass man in das Model Y, das Model 3 gilt das übrigens auch mit dem gleichen Akku, am Anfang sehr schnell Strom hineinbekommt, die ersten 100 Kilometer, und dann wird es immer, immer langsamer. Und das schauen wir uns auch gleich im Detail an. Vor allem gucken wir uns mal hier an, das wird jetzt auch nochmal eingeblendet, wie sich die Ladeleistung im Vergleich zur Konkurrenz entwickeln. Wenn wir einen Hyundai Ioniq 5 als Konkurrenten nehmen, dann hat, das muss man leider so sagen, das Tesla Model Y überhaupt keine Chance. Der Hyundai Ioniq 5 lädt mit fast doppelter Geschwindigkeit, also über 170, 175 Kilowatt im Schnitt von 20
bis 80%, während das Model Y im Test so bei ungefähr 95 kW im Schnitt lag. Und wenn wir uns jetzt den Audi Q4 anschauen, dann stellen wir fest, dass der am Anfang, speziell auch bei sehr niedrigen Ladeständen, nicht so schnell lädt. Das schafft das nicht ansatzweise so schnell zu sein wie das Tesla Model Y. Aber dann bei Ladeständen oberhalb von 50% sogar ein bisschen schneller lädt als das Model Y. Und da wird es jetzt interessant, wie lange braucht man denn jeweils für 100 Kilometer Reichweite? Und beim Model Y habe ich für die ersten 100 Kilometer aus einem sehr tiefen Ladestand heraus nur 8 Minuten gebraucht, bezogen auf den Verbrauch. Für die zweiten 100 Kilometer hat es schon 11 Minuten gedauert und für die dritten 100 Kilometer waren es sogar schon 19 Minuten. Das heißt, das Model Y bei hohen Ladeständen am Schnelllader hinzustellen, ist nicht unbedingt zielbringend. Gerade wenn man es auch im Vergleich zu den Konkurrenten sieht. Ich weiß eine Menge Zahlen, aber es gehört halt bei Elektroautos dazu. Dann sieht man, es wird jetzt hier auch nochmal eingeblendet, dass bei den ersten 100 Kilometer er fast auf dem Niveau eines IONIQ 5 liegt. Bei den zweiten 100 Kilometer liegt er schon spürbar schlechter, ist noch etwas besser als ein Audi Q4. Und bei den dritten 100 Kilometern Reichweite ist er sogar der langsamste von allen drei. Durchschnittliche Ladezeit liegt bei 12 Minuten. Die durchschnittliche Ladezeit eines IONIQ 5 liegt bei 7 Minuten. Der ist erheblich schneller, muss man sagen. Aber wie sieht es bei der Reisezeit aus? Das heißt, die Kombination aus Ladegeschwindigkeit plus Reichweite. Da hat das Model Y ja definitiv einen Vorteil, weil er eben auf der Autobahn besonders lange Strecken durchhält. Länger auch als die Konkurrenten. Und dann gleicht sich das Ganze wieder ein bisschen aus. In der Praxis wird man 800 Kilometer, darauf berechne ich das ungefähr, vielleicht sogar mit ein bisschen weniger als 8 Stunden absolvieren. Und das ist ein guter Wert, wenn man zwischendurch sowieso auch mal eine Pause macht, was der Mensch auch wegen der Blase und Co. ab und zu braucht. Schmeißen wir das alles zusammen, ergibt es eine Reisetauglichkeit von exzellenten 5 Sternen mit einem kleinen Haken. Der IONIQ 5 lädt deutlich schneller und hatte deshalb 5,5 Sterne. Kapitel Bedienung. Da gibt es bei Tesla definitiv viel Stoff für Diskussionen. Das polarisiert. Klar, die Hardcore-Tesla-Fans finden das toll, was hier gemacht wird. Die verteidigen das sehr. Den großen zentralen Bildschirm ohne weitere Tasten, wobei man dazu sagen muss, Elon will das vor allem aus ästhetischen Gründen nicht, dass hier viele Tasten sind. Und dann gibt es eben so Leute wie mich, die ästhetische Gründe erstmal nicht interessieren und jetzt auch kein besonderes Fanverhältnis zu Tesla haben, sondern das Ganze neutral beurteilen müssen. Vor allem auch nach Fahrsicherheitsgesichtspunkten. So, schweres Wort. Jetzt haben wir es. Und es gibt einige Sachen hier, die finde ich echt gut. Gerade im Stand, der große Bildschirm, habe ich einen großen Vorteil. Ich nenne mal die Funktion What you see is what you get. Das heißt, ich habe hier ein Zeichen, zum Beispiel da oben das Bluetooth-Symbol. Ich drücke drauf und sofort öffnet sich das Bluetooth-Menü. Ich muss jetzt nicht irgendwo noch ein Untermenü suchen, sondern es ist direkt verbunden. Oder ich gehe jetzt mal hier auf die Uhrzeit. Wenn ich da den Kalender gekoppelt habe, kriege ich direkt meinen Kalender angezeigt. Oder ich kann oben auf den Akku draufklicken, wird das auch angezeigt. Auch hier das Auto selbst, wenn ich jetzt hier irgendwas öffnen möchte, zum Beispiel eine Kofferraumklappe oder wir öffnen mal vorne den Frunk, dann habe ich das direkt hier am Auto angezeigt und kann da, ohne dass ich irgendwie in der Bedienungsanleitung rumsuchen muss, das sehr gut bedienen. Das ist schön. Dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die gerade im Stand wirklich gut zu bedienen sind. Nehmen wir hier das Navigationssystem. Ich habe hier oben meine große Eingabeleiste. Ich habe hier unten meine Tastatur. Ich kann das Ganze natürlich auch per Sprachsteuerung machen, wobei das mehr was für die Fahrt ist. Das geht wirklich sehr einfach. Oder wenn ich hier auch in meinen Audiobereich hineingehe, da kann ich hier einfach den Screen nach oben ziehen. Das ist schön gemacht. Und ich kann auch verstehen, dass das viele Leute cool finden und sagen, ja, das kann ich gut bedienen. Das Problem fängt so ein bisschen beim Fahren an. Und um das mal zu zeigen, fahren wir jetzt einfach mal auf diesem Fahrsicherheitszentrumsgelände. Ja, dann fahren wir los. Und da gibt es schon gleich eine Sache, die ich gut finde, nämlich diesen Lenkhebel hier. Wenn ich ihn nach unten ziehe, geht es vorwärts. Da oben geht es rückwärts. Das ist super einfach und ist für mich im Elektroauto wirklich die einfachste Bedienung vom Vorwärts- und Rückwärtsgang. Mehr braucht man ja nicht. Dann habe ich hier auch noch mein Lenkrad mit den beiden Tasten. Die sind zum Teil doppelt belegt. Das heißt, es gibt schon viele Momente, wo das sehr einfach ist, hiermit zu bedienen. Und andere, da grübelt man dann ein bisschen und fragt sich, was muss ich jetzt genau drücken? Und da kommen wir jetzt an die Punkte. Wenn ich zum Beispiel über den Scheibenwischer rede, dann gibt es hier einen Knopf, dann kann ich den Scheibenwischer aktivieren. Super, so muss das auch sein, gesetzlich vorgeschrieben. Wenn ich den Scheibenwischer aber jetzt
in der Geschwindigkeit anpassen möchte, und das passiert ab und zu mal, aber die sind nicht immer perfekt, und das Ganze möchte ich blind tun, was ja während der Fahrt ideal ist, habe ich keine Chance. Wenn ich hier nicht drauf gucke, dann ist das Mohunschießen, hier zu treffen, wo die Taste ist. Das heißt, ich muss hier runter gucken, muss da draufstellen, muss nochmal, und man sieht, wie viel Zeit vergeht. Das ist nicht optimal. Auch der Bordcomputer muss entsprechend hier durch einen Blick drauf gerufen werden. So, da müssen wir hier rüber. Man muss sehr lange und sehr ablenkend draufschauen. Elon Musk hat eine Bedienphilosophie und eine Bedienästhetik. Er möchte ja keine Tasten haben, und er hat eine bestimmte Philosophie, die er sich vor allem bei Apple abgeschaut hat, ein Smartphone. Aber ein Smartphone ist kein Auto, das du mit einem 120, 130 km/h durch die Gegend fährst, sondern das hältst du in der Hand, und da ist eigentlich, außer dass du einen Laternenfall triffst, keine große Gefahr, wenn du abgelenkt bist. Aber eine Bedienung im Auto muss schnell funktionieren, sie muss ablenkungsarm sein und sie muss intuitiv sein. Und im besten Fall blind zu bedienen, funktioniert jetzt hier nicht. Oder ich will die Klimaanlage bedienen. So, das will ich jetzt einfach blind machen. Gibt es Autos, die haben so Regler hier, kannst du blind machen. So, jetzt kann ich hier versuchen, das. Ich gucke da nicht hin. Ich kann versuchen, das zu treffen. Ich habe jetzt irgendwas getroffen. Ich weiß es nicht, ob jetzt die Lüftung es war oder die Temperatur. Jedenfalls, man sieht, es ist nicht blind bedienbar. Das ist schade. Jetzt muss ich wieder hingucken. Jetzt schalten wir es aus, damit es hier nicht so stark rauscht. Wenn ich in Unterfunktionen hinein will, ist es auch nicht optimal. Der nächste Punkt ist, dass in diesem Auto hier kein Tacho drin ist. Hat vor allem mit Sparsamkeit zu tun. Denn Elon Musk wollte bei diesem Auto natürlich Geld sparen, weil er nicht so teuer ist, und deswegen ist ja kein Tacho drin. Das hat mit autonomem Fahren nichts zu tun, das hat er bloß gesagt. Weil wenn das so wäre, dann wäre in Model S und Model X auch kein Tacho drin. Ist er aber. Hier müsste eigentlich unbedingt ein Head-Up-Display rein, dann wäre das optimal. Weil die Ablesbarkeit von diesem Bereich hier ist eben im sekundären Blickbereich. Es gibt einen primären Blickbereich, gucke ich nach vorne. So. Und es gibt einen sekundären Blickbereich, da muss ich meine Augen schon zur Seite wenden. Und es gibt einen tertiären Blickbereich, da muss ich meinen Kopf wenden, um irgendwas zu sehen. Und das hier ist im sekundären Blickbereich, und das ist nicht gut. Tacho, Geschwindigkeit muss immer im primären Sichtbereich bleiben. So, da haben wir also hier schon ein paar Funktionen, die während der Fahrt diskussionsfähig sind, weil sie eben ablenken. Ich weiß, dass jetzt viele Tesla-Fahrer sagen würden, ja, ich habe doch meine Sprachbedienung. Ja, definitiv. Können wir zum Beispiel bei der Klimaanlage mal machen. Klimaanlage auf 22 Grad. So, wird die Temperatur auf 22 Grad gestellt. Wunderbar. Nur, die Realität zeigt halt, Klimaanlage aus. Ach, hat er jetzt sogar gelesen, obwohl er den Anfang des Satzes noch mitbekommen hat. Also wirklich gute Sprachbedienung. Aber in der Realität sieht man eben, dass die Sprachbedienung nicht in jeder Art und Weise funktioniert. Manchmal hat man einen Beifahrer dabei, der unterhält sich, da muss man sagen, sei still und drum und dran. Ist nicht schön und ist auch keine Entschuldigung dafür, dass man die Hauptbedienung nicht ablenkungsarm und verkehrssicher auslegt. Es gibt eine Sache, die wundert mich etwas. Tesla redet ja sehr viel vom autonomen Fahren und was sie alles können. Man kriegt ja auch viele Fahrzeuge angezeigt. Aber wenn ich die Kamerafunktion sehe, zeigt gerade an, dass freies Fahren ist, da ist jetzt ein Wechseltempo-Schild auf der Autobahn, dann sieht er das nicht. Das hat er einfach nicht registriert. Er kann das nicht lesen. Und dann muss ich schon sagen, Moment, Tesla sagt, sie könnten jetzt eigentlich schon autonom fahren, wenn es gesetzlich erlaubt wäre. Und ich sage, nein, könnt ihr nicht. Wenn ihr noch nicht mal auf der Autobahn Temposchilder lesen könnt, wie wollt ihr dann zumindest in Deutschland autonom fahren können? Und wir können das jetzt hier auch nochmal ausprobieren. Wir können mal in die autonome Funktion hineingehen. Ja. Also Blinker ausmachen, einmal nach unten, ist Tempomat aktiviert. Also, jetzt hat er es. So, das zweite Mal heißt, dass auch der Lenkassistent funktioniert. Jetzt hier auf gerader Strecke ist das natürlich super easy, das kann jeder Hersteller. Das Entscheidende ist, dass er dabei cool bleibt, dass er sich auch nicht von dem irritieren lässt, was auf der anderen Spur passiert, dass er nicht mit eigenartigen Lenkbewegungen kommt, wobei das jetzt hier eine easy Aufgabe ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt muss er aufpassen, so was er ab und zu neigt, ist, wenn er jetzt einen LKW sieht, dass er dann ja, nach links fährt. Jetzt ist er eben nach links gefahren, obwohl der Ford uns knapp geschnitten hat. Und normalerweise müsste er das alles jetzt im Blick haben. Da müsste er eigentlich defensiv sein, da müsste er eher ein bisschen Tempo rausnehmen. Und man sieht schon, dass das autonome Fahren auch auf der Autobahn sehr komplex ist, dass Tesla sich da sehr, sehr viel vorgenommen hat. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich definitiv überhaupt nicht verstehe. Ein Warnblinkschalter muss ganz prominent hier platziert sein. Wieso? Weil ihn auch der Beifahrer ad hoc bedienen können muss. Oder auch, wenn man das Auto nicht so gewohnt ist, muss man sofort drauf drücken. Und ich kenne Journalisten, die haben das Auto eine Woche gehabt und wussten nicht, wo der Warnblinkschalter ist.
Natürlich weiß man es, der ist hier oben im Dachhimmel drin, aber das ist keine Position für einen Warnblinkschalter, vor allem nicht so klein. Also während der Fahrt ist dieses Bedienkonzept nicht besonders ablenkungsarm und vor allem kaum blind zu bedienen. Besser gesagt, bei dem Bildschirm überhaupt nicht blind zu bedienen. Und deshalb gibt es bei der Bedienung immerhin noch 3 Sterne, aber mehr ist leider nicht drin. Fazit. Und dabei geht es darum, ob das Tesla Model Y es schafft, die Spitzenposition im Elektroauto-Supertest zu erklimmen. Grundsätzlich hat es ein paar wirklich tolle Fähigkeiten. Es ist richtig dynamisch, das Model Y. Es hat ein tolles Raumangebot. Über die Software müssen wir nicht reden. Das macht Tesla einfach großartig. Und es ist auch ein Auto, was gerade auf der Autobahn sehr effizient ist und damit richtig schön Reichweite macht. Aber da gibt es eben auch ein paar klare Nachteile. Stadttauglichkeit, Übersichtlichkeit, Wendekreis, Komfort ist ein großer Knackpunkt. Und der ist es auch, der am Schluss verhindert, dass das Tesla Model Y die Nummer 1 im Elektroauto-Supertest werden kann. Das sind dann schon glatte 4 Sterne in der Gesamtbewertung. Das liegt dann schon im sehr guten Bereich meiner Gesamtbewertung, aber eben auch hinter dem Audi Q4 mit 4,05 Sternen und 4,1 Sternen beim Ioniq, der weiter die Spitzenposition behält. Jetzt können wir uns noch angucken, was das Auto kostet. Es geht bei nicht ganz 57.000 Euro in der Basisvariante hier das Long Range Allradantriebs los. Wenn man noch ein bisschen Ausstattung reinpackt, auch gerade diese Felgen, da ist man dann rund bei 60.000 Euro. Ist eine Menge Geld. Ja, Tesla, wo geht's hin? Meiner Meinung nach sind sie gerade noch so ein bisschen im Bereich der jungen Wilden. Sie wollen noch tiefer, härter, schneller, breiter sein. Aber jetzt langsam könnten sie auch mal sich mehr auf Alltagstauglichkeit, sprich Komfort, Stadttauglichkeit besinnen, weil das ist eine Kombination, mit denen man bei unserem Supertest die Nummer 1 wird. Nicht bloß mit tiefer, schneller, härter.